gegen Ian in Pool Nummer 4. Das letzte gegen Pokémon-Trainer. Genau, das letzte Set, was hier aus diesem Pool gespielt wird. Ich habe eben gesehen, dass Ian gegen Splash Mage gespielt hat, aber die haben es nicht eingetragen. Deswegen ist es unklar gerade, ob es um was geht oder nicht. Ich gucke einmal ganz kurz. Genau, also kommt so ein bisschen drauf an, wie Ian gegen Splash Mage gespielt hat. Und ob das Ganze 2-1 oder 2-0 ausgegangen ist. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt auf dieses Set, weil Justin in letzter Zeit ziemlich on point spielt. Ja, sein Sekirot sah auf jeden Fall schon sehr stark aus. Und wie gesagt, also gegen... Oh, das könnte schwierig werden. Wow, sehr aggressiv gerade von Ian. Aber echt gut. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Er hat anscheinend einen Feuerball gecastet. Sephiroth hätte ich niemals in dieser Situation erwartet. Oh mein Gott, was? Oh, der Schildbreak, das ist ja auf jeden Fall der Stock von Ian weg. Oh, das war gerade ziemlich gut, da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet einfach. Okay, gegen Shiggy, da bin ich gespannt. Also wirklich so ein kleiner Charakter. Ob er da noch präzise genug ist. Oh, da wird er gespiked. Direkt weggespiked. Keine Flügel, gar nicht erst rausgekommen. Direkt vorher den Stock abgezogen. Relativ ausgeglichen jetzt wieder. Leichter Vorteil für Justin. Ihn jetzt erstmal noch mit Shiggy am Start. Aufgrund der wenigen Prozente des Gegners bei dem Pokémon-Trainer habe ich mir sagen lassen, wechselt man relativ abhängig davon, wie viel Prozente man selber und der Gegner hat. Das heißt am Anfang gerne Shiggy. Wenn der Gegner dann ein paar mehr Prozente weg hat, nimmt man dann dieser Knosp und dann zum Finishen gerne Gluak. Ja, es kommt dann natürlich darauf an, wie viel Prozente man selbst hat. Also man will mit diesen Prozenten zum Beispiel vielleicht nicht mehr Shiggy gehen, einfach weil man early sterben könnte, was ein sehr leichter Charakter ist. Aber grundsätzlich, wenn das Kombo-Potenzial da ist, ist Shiggy auf jeden Fall auch gut. Oder wenn du den Gegner janken willst mit Wasser, das kann Shiggy auf jeden Fall auch. Ich habe eben gerade gesehen, Shiggy hat mit seiner Side-B 26 Schaden gemacht. Das ist schon nicht schlecht. Ja, für so einen kleinen Charakter. Ja. Der wurde halt von einer Attacke geboostet. Also hat irgendwie eine Explosion abbekommen, aber in dem Panzer bekommt halt keinen Schaden, sondern fliegt nur schneller. Ja. Dadurch macht er dann auch mehr Schaden. Und jetzt gerade ist es wieder Even. Ian macht hier gerade ziemlich Druck mit dieser Knosp. Versucht es dann mit der Nähe. Oh, und wird tatsächlich mit der Fair getroffen. Okay, also hier gerade eine leichte Lead für Justin. Mal schauen, ob er die auch halten kann. Oh, hat nicht getroffen. Hat jetzt auch den Flügel gehabt. Jetzt ist er gerade abgelaufen. Ist aber, glaube ich, also der zusätzliche Sprung ist natürlich sehr nice. Aber dieser leichte Power Armor gegen Glurak auch nicht wirklich relevant. Und da wird er direkt weggehauen, aber er schafft es nicht zu recovern. Interessant. War das ein SD oder? Ich glaube, also er hat halt Side-B gemacht und Sephiroth hat sich praktisch in den Weg gestellt und ich dachte, das wäre ein Fehler gewesen von Justin, aber vielleicht hat er Glurak auch einfach nur daran gehindert zu recovern damit. Ich glaube, das war kein Fehler von, also der Fehler von Ian war praktisch, die Side-B zu machen. Ja. Oder vielleicht war es auch die einzige Möglichkeit, die er hatte. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, so oder so, auf jeden Fall schöner Read von Justin, da zu wissen, den Gegner finishen zu können. Was? Aber wir haben hier das Rematch. Das ist, bleibt bei den gleichen Charakteren. Keine Wechsel. Mal gucken, ob Justin hier jetzt das 2-0 klar machen kann. Der Ian hilft mir auch immer wieder mal beim Seeding und der meinte auch, dass Justin auf jeden Fall gerade sehr stark spielt. Und es macht sich auf jeden Fall gerade, also man sieht es. Oh, und gerade wenn ich sage, oh, das war ultra laut. Sorry, da musste ich einfach lachen, weil du sagtest, dass er ultra stark spielt. In dem Augenblick springt er einfach in den Abgrund. Einfach gestorben. Warum? Okay. Hat jetzt hier die drei Dots drauf. Mal gucken, ich glaube, Ian hat versucht, über die Ledge das Ganze zu dodgen, war aber etwas zu früh dran. Ja. Und hat dann doch relativ viel abgekriegt. Jetzt wieder komplett ausgeglichen. Beide zwei Stocks 0%. Eigentlich müsste man noch Side-B machen können dann. Wird ja dann nicht getroffen. Naja.
Er wird es besser wissen. Ich hoffe. Okay. Ah, gerade die Combo gedroppt. Und es ist wichtig gerade, also wichtige Prozente, die Ian hier gerade auf Justin raufkriegen könnte. Justin spielt auf jeden Fall sehr defensiv aktuell. Lässt den Gegner gerne auf sich zukommen. Ah, misst leider die Neutral B. Sehr starker Hit-Move, gerade wenn der Gegner offstage ist, weil er eben einen auch an der Ledge hitten kann, solange man, wenn man nicht gerade erst dran gegangen ist und an Tagebild ist. Schöner Up-B-Hit. Mal gucken, ob er sich jetzt hier den Stock-Vorteil erarbeiten kann oder ob Ian es schafft, doch nochmal zurückzukommen und vor Justin den Stock zu ziehen. Ist natürlich jetzt mit Glurak am Start aufgrund der eigenen hohen Prozente und ja, der Gegner hat noch gar nicht so viel Prozente, aber Fliegel ist jetzt draußen, oder? Nee. Doch, gerade schon. Ja. Noch. Noch. 152, er braucht halt nur noch einen Hit, aber ja, Glurak. Ja. Dafür, dass er so schwer ist, ein ziemlich schneller Charakter, also einfach der Movement Speed extrem krass und auch die Frame, der da ist auf jeden Fall, kann man nicht mit meckern. Ja, gerade wenn er dann die Folge Stacked Rage behandelt, macht dann doch sehr viel Schaden. Oh, das hätte aber eben gerade besser gepunished werden müssen. Er schafft es nicht, ihn hier den Stock zu nehmen. Da, jetzt, oder doch, ja, 206%, da darf man dann auch mal rausfliegen. Auch mit Glurak, ja. Ja. So, und jetzt kommt so ein bisschen drauf an, oh, okay. Wechselt hier direkt auf Ivy, bleibt gar nicht lange bei Shiggy. Ja, Ivy hat so ein bisschen am besten geklappt von den drei Pokémon bisher. Aber jetzt gerade hier ziemlich guter Start von Justin und der wechselt auf Glurak, wechselt hier viel und wird aber auch schon zum zweiten Mal dafür gepunished. Ich weiß nicht, was er davor hatte. Ich glaub, oh, der trifft und... Ich glaube, er das wollte... Nicht. Ich glaube, er wollte wieder auf Ivy, ja, wie er jetzt gemacht hat. Ja, mit Ivy kann er auch an der Edge warten. Das ist wichtig bei Sephiroth manchmal. Und ganz schon wieder hier. Hat er ein gutes Timing gehabt. Ansonsten wäre er da wahrscheinlich raus gewesen. Mal gucken, oh, kann Justin ihn offstage halten? Diesmal! Ja. Diesmal hat er ihn erwischt und ist das 2-0 für Justin. Der Upset ist perfekt. Justin holt sich hier einfach den ersten Seed aus